Hi, zu dir spricht Sergej Linz. In diesem Video möchte ich dir eine Technik verraten, wie du einen Mann zu einem Date einlädst, ohne einen Korb zu riskieren und ohne total aufgeregt zu sein. Typische Situation. Du willst einen Mann, der dir gefällt, zu einem Date einladen. Aber du weißt nicht, wie du das am besten tun kannst. Und du machst dir Sorgen, du machst dir Gedanken, du bist total aufgeregt. Vielleicht zieht sich dieser Zustand über Tage oder sogar Wochen, dass du ihn fragen willst und dich nicht traust, weil du nicht weißt, was ist, wenn er mich abweist. Mit dieser Technik gehören diese Zustände endlich der Vergangenheit an. Am allerbesten ist es, wenn du ihn also nicht zu einem Date einlädst, sondern ihn bittest, die Gesellschaft zu leisten bei irgendwas. Ja, zum Beispiel, du fragst ihn, hör mal, hast du diesen Film gesehen, der jetzt gerade im Kino läuft? Und wenn er sagt, nein, dann ist dein nächster Schritt, hey, cool. Ich auch nicht und ich wollte diesen Film morgen schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Gesellschaft leisten würdest. Oder hast du nicht Lust, mir Gesellschaft zu leisten? Und bei dieser Technik gibt es keine Abfuhr. Er kann dir gar keine Abfuhr geben, deswegen musst du dich nicht vor einer Abfuhr fürchten. Selbst wenn er sagt, oh, diesen Film, oh mein Gott, den würde ich mir niemals antun. Oder wenn er sonst Nein sagt, dann sagst du, alles klar. Und in seinem Kopf, in seiner Vorstellung gehst du trotzdem zu diesem Film, halt ohne ihn. Aber er war nur so eine Art, ja, Begleiter für dich zu diesem Film. Wenn er Ja sagt, dann ist dieses Date, was eigentlich kein Date ist, und es erzeugt auch in ihm keinen Druck. Denn wenn du einen Mann direkt fragst, hey, hast du nicht Bock, dich mit mir zu treffen, einen Kaffee mit mir zu trinken oder einen Cocktail, so quasi du öffnest ihm sein Herz, du öffnest ihm dein Herz und sagst ihm quasi, du, ich finde dich toll, ich finde dich süß, ja, komm, bitte weiß mich nicht ab. Das ist viel zu sehr in der Vergangenheit. Das, was wirklich funktioniert, ist, wenn ihr beide etwas gemeinsam unternehmt, ja, du schlägst ihm was vor, du bittest ihn, die Gesellschaft zu leisten. Und wenn ihr gemeinsam diese Erfahrung macht, wenn ihr diesen Film schaut zum Beispiel, oder du kannst ihn zum Weihnachtsmarkt einladen, du, ich will morgen zum Weihnachtsmarkt, hast du nicht Lust, mir Gesellschaft zu leisten? Du, morgen gibt es dieses und jenes Konzert. Ja, falls ihr ähnliche Musikgeschmäcker habt, ja, informier dich ein bisschen auf seiner Facebook-Page zum Beispiel, welchen Geschmack er hat, was Filme anbetrifft, was Musik anbetrifft, und dann sucht ihr etwas aus, was einigermaßen in seine Vorstellungen passen könnte. Und wenn ihr also diese Erfahrung macht, dann vereint euch diese Erfahrung. Also ihr sitzt beim ersten Date nicht so wie, ja, voreinander in einem Restaurant und versucht euch Cocktails reinzuschlürfen und versucht euch Themen auszudenken, über die ihr sprechen könnt. Eine sehr stressige Situation. Wenn ihr euch beide einen Film anschaut oder ein Theaterstück, wenn ihr Theater mag, wenn nicht, dann beschränkt dich lieber auf den Film, den er mögen könnte. Du wirst merken, dass dieses Treffen sehr, sehr entspannt ablaufen wird. Ja, schließlich ist der ganze Fokus nicht auf euch gerichtet. Also sein Fokus nicht auf dich, dein Fokus nicht auf ihn. Diese Situation beim ersten Treffen ist sehr, sehr stressig. Sondern euer Fokus ist auf den Film gerichtet. Und ihr beide habt danach etwas zu besprechen. Ihr beide teilt eine Erfahrung, euch eint etwas und ihr könnt euch darüber unterhalten, wie er den Film fand, wie du den Film fandest, welche Aspekte du dort gesehen hast, woran dich dieser Film erinnert und so weiter und so fort. Nutze diese Taktik, sie ist wirklich großartig und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Das war Sergej Linz, bis zum nächsten Video.